Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, meine Lieben. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wo fange ich jetzt am einfachsten an? Wo fange ich am einfachsten an? Im Clankrieg oder bei den Mitgliedern? Also es gibt hier tatsächlich jemanden, der ist nicht, glaube ich, aus unserem Ländle, also aus dem deutschsprachigen Raum, sondern kommt irgendwo anders her, denn na, Herr Avatar, nächsten Krieg. Ich will fragen, wer ich angriffen muss. Und noch etwas. Jeden Clan spiele. Ich mache 4000 Punkte für die Clan. Ein Mann denke, ein Mann mache einen guten Arbeit für den Clan. Ja, macht er ja auch. Allerdings, wenn es um seine Angriffe geht, dann sind die toll. Die sind wirklich toll. Denn er dippt. Und zwar nicht nur um einen oder um zwei. Nein, er dippt gleich vier Rathausstufen. Und irgendwann hört es aber dann auch bei mir auf, muss ich einfach mal so sagen. Denn 8 auf 14 sind 4 Rathausstufen, also erst ein Rathaus 14 und macht einen Rathaus 10er. Und darunter hat er auch die 3 Sterne gemacht. Hurra, hat dann 11er den Stern weggenommen, weil er dann der Meinung ist, oben macht er ja keine 3. Mann, Mann, Mann. Ich bin im Moment ein bisschen am Verzweifeln, was das angeht. Bei manchen Taktiken bin ich auch am Verzweifeln, muss ich sagen. Auch bei manchen Taktiken bin ich am Verzweifeln. Hier, obwohl, ich weiß gar nicht, ob er es war oder ein anderer. Ich hatte extra, glaube ich, zu dieser Base gesagt: Pass mal auf, guck mal, mein Video von gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht. Habe ich die exakt die gleiche Base, glaube ich, mit Leela gemacht, mit dem Gohok. Da war die Queen sogar noch ein bisschen tiefer. Und aber was das hier manchmal darstellt. Ich weiß nicht, was es soll, ehrlich. Ein paar Rocks da hinterher. Das ist auch pure Verzweiflung, oder? Und jetzt kommen da Lufttruppen raus, ne? Jetzt kommen da Lufttruppen rauf. Und weit und breit nicht eine einzige Truppe, die überhaupt da jetzt was gegen den Drachen machen kann. Meine. Ne, der Päcker wird da so weggeblitzt und okay, Rathaus hat er sich ja geschnappt, aber ah, Leute, das ist. Ist das jetzt von mir pure Verzweiflung oder ist das jetzt vom Angreifer die pure Verzweiflung, was hier gemacht wird? Mann, 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 frag doch ruhig. Toto weiß doch die Antworten manchmal. Ich bin wirklich heute Morgen irgendwie ganz ulkig drauf, muss ich sagen. Ich habe noch nichts getrunken. Ja, erstmal einen Kaffee. So, der steht hier nämlich. Wunderbar. Auch der ist schön heiß. Naja. Mal sehen. Ich habe jetzt eben mit Leela einmal angegriffen. Rathaus 10 auf Rathaus 10. Das war beim kleinen Herausforderer. Im kleinen Free-to-Play. Hier muss ich noch, aber hier haben wir auch noch ein bisschen länger Zeit. Aber dass man hier wirklich so ultra tief runtergehen muss, ich glaube, das ist eigentlich nicht. Das muss man eigentlich nicht, ne? Und unten haben sich auch die Neuner so ein bisschen gequält, habe ich gesehen. Schon länger nicht mehr gesehen. War das 9 gegen 9? Ah ne, den haben wir ja gerade gesehen, ne? Den haben wir gerade gesehen. Aber dass es auch anders geht, zeigt uns hier der Wanz. Also 10 auf 10. Mit Drachen. Und habe ich eben auch angegriffen. Also auch ich habe mich so ein bisschen zum Blitzer entwickelt. Gerade Rathaus 10. Und also Rathaus 11 Bereich auch noch, aber eher im Rathaus 10 Bereich. Also bin ich jetzt auch hart zum Blitzer mutiert. Und weil das war ja nie lange mal mein Ding, überhaupt mit den Blitzzaubern irgendwas zu machen. Aber das geht ganz gut. Und er macht das hier auch ganz gut. Nimmt sich noch ein Inferno raus, ein Single Inferno. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Allerdings habe ich jetzt auch beim Drachensetzen schon wieder so ein bisschen das Gefühl, das ist auch pure Verzweiflung. Ich hau einfach alles raus, all in. Und dann wird das schon. Na, die Drachen machen das schon. Ja, natürlich machen die Drachen das. Felsenwerfer hat natürlich auch einen kurzen Weg. Echt nur einen kurzen Weg. Fliegt jetzt aber schön die Verteidigungssachen hier ab. Geht natürlich noch nichts aufs Rathaus, weil das Rathaus sich im Rathaus 10 Bereich ja auch nicht verteidigt. Und auch hier wieder ein Elektrodrache drin. Also bei den Zehnern haben wir jetzt eben gesehen, immer ein Elektrodrache wahrscheinlich drin. Und dann kann man ja auch, wenn man sich die Angriffe auf seinesgleichen mal anschaut, kann man sicherlich auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Mensch,
könnte der denn wohl in der Clanburg haben? Ja, ja, einen Elektrodrachen haben die nämlich so ziemlich alle drin und dann kann man davon ausgehen, dass es bei den anderen auch so ist. Da hat sich halt jemand Mühe gegeben, hat sich gedacht, ich packe da mal ein paar Elektrodrachen rein, damit mein Gegner hier die pure Verzweiflung bekommt, um den Drachen auch so ein bisschen wegzumachen. Das machen ja aber jetzt auch zwei Drachen. Und er holt das Ganze hier echt mit drei Drachen noch, okay. Der X-Bogen da unten gibt alles, aber nicht genug. Queen ist noch zündbar und hat jetzt auch nur noch einen einzigen Bogenschützenturm. Die will allerdings jetzt erst noch durch eine Mauer. Wer tankt die denn eigentlich gerade? Ah, das hat die Queen gemacht. Okay, hat die Queen selber gemacht. Dadurch waren die Drachen so ein bisschen abgelenkt, weil die hatten jetzt auch nicht mehr so viel Trefferpunkte. War also auch ein sehr, sehr knapper Angriff. Oben kann ich mich immer noch auf meine Leute so ein bisschen verlassen. Da kenne ich die auch alle. Im oberen Bereich. Was heißt oberer Bereich? Wo sind wir hier? Wir sind hier im Rathaus 13 Bereich. Ne, Rathaus 12 Bereich. Rathaus 12 auf Rathaus. Rathaus 13 auf Rathaus 12. Ja, ist halt nicht so schlimm. Das ist aber nicht so fürchterlich runtergedippt. Ihr seht das. 9 auf 9. Und der Sanchez hier mit den Riesenbowlern oder mit den Superbowlern, so heißt es ja, glaube ich, Superbowler. Schön mit dem Warden Walk hier vorweg. Sieht man auch wieder häufiger, glaube ich. Und nimmt hier da hinten das Katapult hier, diesen Felsen, nicht Felsenwerfer, sondern Streukatapultwerfer oder so. Ich komme schon wieder nicht auf den richtigen Namen. Aber warte mal, ich use Google before ask dumping questions. Ich use Google. Ich use Google. Oh nein! Jetzt, okay, jetzt wird's peinlich. Jetzt wird's peinlich. Ich habe nämlich dieses Dorf hier gerade woanders geladen und deswegen seht ihr das jetzt gerade, nur weil ich nachgucken will, wie dieses Teil heißt. Hätte ich ja auch mal danach machen können, ne? Mann. So, das Teil heißt Flammenschleuder. So. Dann gehe ich hier mal wieder raus. Ja, so sieht das aus, wenn man halt mehrgleisig spielt hier auf mehreren Accounts beziehungsweise mehreren Geräten. Mehrere Accounts, aber da wollte ich mich jetzt nicht lumpen lassen. Dann machen wir den Sanchez hier auch zu Ende. Um zu sehen, wie er das hier weitermacht. Lassen wir mal zweifach abspielen. Und da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass ich auf dem iPhone 7 Plus, was immer noch keiner haben will hier, nur den Avatar drauf habe. Da habe ich gar kein anderes Dorf drauf. Den muss ich mir mal ein bisschen genauer. Eigentlich muss ich mir den mal ein bisschen genauer angucken. Denn so ganz geheuer ist der mir noch nicht. Aber der ist auch echt abseits der Range und da ballert ja erstmal nichts drauf, ne? Der kann hier ja ganz gemütlich Stück für Stück hier eine Dev nach der nächsten rausnehmen. Immer mit ein bisschen Gift dabei. Und jetzt kommen da die Hoggies raus. Okay, die haben ja, also weit fahren tut er dann aber nicht. Oder er hat sie rausgelassen. Kann natürlich auch sein. Oder er hat sie rausgelassen. Sind noch ein paar Hogs. Da hinten sind noch die Super Bowler am Start. Also schöner Angriff hier von Sanchez in jedem Fall. Auch wenn es ein kleiner Dip war, muss der Dip ja erstmal gelingen. Und im Falle unseres Rathaus 14 scheinen ja die Dips auf 12er und 13er nicht wirklich zu funktionieren. Muss es ja auch gar nicht. Aber so tief jetzt zu gehen als 14er, die 10er da unten wegballern. Ich meine, wenn es ihm jemand sagt, habe ich ihm jetzt eben auch geschrieben. Wenn jetzt also jemand sagt, pass mal auf, bitte macht mal die 10er zu, egal wer es macht, dann ist das in Ordnung. Dann ist mir das auch egal. Aber so früh hier, wir sind ja erst noch, wir haben noch nicht mal die Hälfte oder vom Clankick, glaube ich, rum an Zeit. 13 Stunden, noch nicht mal die Hälfte rum. Aber hier unten im 10er-Bereich wird auch echt mau angegriffen, ne? Muss man auch dazu sagen. Deswegen von den 50, die wir jetzt sind, sind wir morgen wieder 40. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nein, das gucke ich mir nicht an. Das kann ich mir einfach nicht angucken. So viel ist ja aber auch noch nicht passiert, ne? Genos, was hat denn der Genos gemacht? Hier ein Stern. Okay. Wie schafft man es hier, einen Stern zu machen?
Manchmal muss man sich das ja wirklich fragen, ne? Manchmal muss man sich das wirklich fragen. Ich spende viele Truppen, 1700 und erhalten 1200. Okay, ich habe fast 5000 Truppen gespendet. Als Rathaus 14. Und er hat ja auch Rathaus 14 Truppen. Zumindest ein paar. So, wann geht's hier los? 2 Minuten. Oh. Hat die 3 Minuten auch gar nicht gebraucht, um hier einen Stern rauszuholen. Mal gucken. Golem ist in Ordnung. Kann man vorspielen? Ist in Ordnung. Der Golem hier. Und das ist auf jeden Fall der Tank. Also das ist schon mal, würde ich sagen, richtig gemacht. Der Golem erkennt jetzt auch, dass die Mauer eigentlich schon auf ist für ihn. Heilzauber auf den Golem ist natürlich suboptimal. Der war jetzt gerade verschenkt, würde ich sagen. Das macht nicht wirklich Sinn. Und jetzt kommen auch da Lufttruppen raus. Und zwar etwas andere, nämlich, da kriegt man auch immer pure Verzweiflung. Also einige haben da, glaube ich, das P in den Augen, wenn sie hier die Super Minions sehen. Und die machen einfach alles kaputt. Ne? Die machen einfach alles kaputt, weil da reicht der kleine Giftzauber nämlich nicht für, um die, glaube ich, kaputt zu machen. Am besten, so wie ich es auch mache, ich nehme mir halt immer einen Fries und ein Gift mit. Oder ich sehe zu, dass meine Königin ordentlich läuft und nicht, so wie hier, komplett außenrum, dann kriegt man das Rathaus irgendwie schlecht. Jetzt zündet er die Queen auch noch. Okay, das ist auch pure Verzweiflung. Hätte er noch gar nicht machen brauchen. Da waren unten noch 3 Hexen. Ja, okay, die hält er jetzt dadurch im Spiel und hat jetzt noch einen Wutzauber. Mal sehen, wann er den nimmt. Da oben ist der King noch. Der quält sich durch die Mauer mit der Hexe dort. Ist auch noch Zimper. Das macht er jetzt gleich auch. Alter, der nimmt den King in Wut, okay. Aber da waren noch die 2 Hexen dahinter, ne? Oh, die Riesenbombe ausgelöst. Ja, war doch ganz schön knapp, sehe ich jetzt gerade. War doch ganz schön knapp. Okay. Uiuiuiui. War doch ganz schön knapp. Naja, aber trotzdem Rathaus nicht mitgenommen. Irgendwas vergisst man ja immer. Heieieiei, pure Verzweiflung. Okay. Das war's aber für heute. Mittwochs kommen immer ganz, ganz kleine, knackige Folgen und ich will mal sehen, dass ich meine Livestream-Szenen schon mal wieder ein bisschen anpasse, denn ich habe etwas zugesagt. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch in den News drin ist, in den deutschen News. Muss ich mal gerade gucken. Warte mal, mehr Anzeigen. Mal sehen. Ah, nee, hier ist es, glaube ich, schon nicht mehr drin. Facebook-Freunde, denn ich habe zu einem Turnierchen zugesagt oder so ziemlich zugesagt. Das ist der vom Rising Star Tournament, das Rathaus 5 bis 7 Turnier. Dort wurde ich gestern Abend nochmal gefragt, ob ich denn jetzt Lust hätte, ob sie mich erstmal führen können und dann kann ich mir das immer noch überlegen. Also das Ganze startet dann im April, glaube ich, Anfang April und ja, mal sehen. Ich habe ihm auf jeden Fall zugesagt, er kann mich schon mal listen. Bock habe ich in jedem Fall. Auch Rathaus 5 bis 7 ist ja unheimlich interessant, das auch mal wieder überhaupt im Turniermodus zu sehen. Und von mir seht ihr aber in dieser Woche mindestens noch 2 Folgen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir haben Halftime, also Mittwoch. Hälfte der Woche ist um. Wir können uns schon mal auf schöne sonnige Wochenende freuen. Bis dahin, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, fürs Zuschauen, wollte ich eigentlich sagen. Euer Toto. Flashed.